Man könnte jetzt meinen, ich wäre ein kleiner Chaot. Manche hätten da vielleicht auch recht mit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute, wie es der Titel vielleicht auch schon verrät, den Lesemonat vom Monat August für euch. Es ist ja jetzt mittlerweile September und ihr wisst, das erste Video, das im Monat hier auf dem Kanal erscheint, ist wie immer der Lesemonat. Ich habe diesen Monat 3 Bücher gelesen. Ihr wisst, momentan ist ein bisschen stressig, aber ich möchte euch das jetzt nicht noch 500 Mal vorkauen. Ja, es wurden diesen Monat 3 Bücher und es waren auch 2 gute Bücher und eins, das mir weniger gut gefallen hat. Und der Monat hat auch genau mit diesem angefangen, deshalb fangen wir jetzt auch damit an. Ich kann euch jetzt allerdings nicht sagen, wo ich es hingelegt habe. Man könnte jetzt meinen, ich wäre ein kleiner Chaot. Manche hätten da vielleicht auch recht mit. Aber ich weiß wirklich nicht, wo ich es hingelegt habe. Ich habe es beendet und jetzt trollt es irgendwo in meinem Königreich hier rum. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich blende es euch hier ein. Das war nämlich kein Sex, ist auch keine Lösung von mir irgendwas. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall geht es um einen jungen Mann, der heißt Tom. Tom arbeitet in einer Hamburger Werbeagentur und ist eigentlich der totale Womanizer. Er hat irgendwie so eine blöde Regel, dass er nur 3-mal was mit einer Frau anfangen wird und danach serviert er sie ab, weil alles, was über diese Anzahl 3 hinausgeht, führt dann zu einer Beziehung und das ist so das, was er gar nicht will. Dann gibt es da eine neue Mitarbeiterin in seinem Büro. Sie heißt Elisa und Elisa ist laut Buch eine wunderhübsche Frau und Tom ist natürlich direkt an ihrem Rock dran. Aber als sie dann zum 3. Mal was miteinander haben, will er sie eigentlich abservieren. Aber sie dreht dann den Spieß um und serviert ihn ab. Und er ist natürlich dann erstmal so, was, warum, das ist meine Aufgabe und warum macht sie das, warum ruft sie mich nicht zurück und so weiter und so weiter. Und wird dann total paranoid, warum sie das mit ihm macht und ist dann natürlich auch ganz, ganz schnell dabei, sie für sich zu gewinnen. Wie das Ganze ausgeht, werde ich natürlich nicht verraten. Aber ich kann euch sagen, mir hat das Buch jetzt nicht so gut gefallen. Im Nachhinein habe ich dann auch von meiner Mutter gehört, dass es dazu doch einen Film gibt. Keine Ahnung, ich werde mir auf jeden Fall mal, was den Trailer angeht, mal anschauen. Aber ich glaube, der Film wird nicht auf meiner To-Watch-Liste landen, weil mir das Buch eben auch schon nicht so gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Sterne bei Goodreads gegeben. 3 wäre echt noch großzügig gewesen, ich kann es euch nicht sagen. Machen wir also weiter mit dem 2. Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Und wer meinen Kanal verfolgt, kann sich auch schon denken, welches Buch ich jetzt in die Kamera halten werde. Nämlich Tinderella von Rosie Edwards. Dazu habe ich nämlich schon eine Rezension abgedreht und die findet ihr auch schon hier auf dem Kanal. Ich glaube, das war das letzte Video, das ich letzte Woche hochgeladen habe. Auf jeden Fall geht es bei Tinderella um eine junge Frau, die heißt Rosie Edwards. Ich war mir ja nicht sicher, ob Rosie Edwards das aus ihrem eigenen Leben geschrieben hat oder warum die Protagonistin genauso heißt. Auf jeden Fall habe ich bis heute immer noch nicht recherchiert, ob es so ist oder nicht. Aber falls ihr es wisst, dürft ihr es mir gerne verraten. Auf jeden Fall geht es um Rosie. Rosie wurde von Charlie verlassen, schon vor längerer Zeit und sie hat eigentlich so gar kein Interesse mehr an Männern. Aber eines Tages ändert sich das schlagartig. Wenn ihr die genauen Details wollt, müsst ihr euch natürlich das andere Video anschauen. Ich werde hier jetzt nicht mehr so ganz genau drauf eingehen. Auf jeden Fall macht sie dann oder fasst sie den Entschluss, dass sie doch wieder einen Partner möchte. Ja, dann komm her. Lani ist wieder hier unten. Da komm auf. Da komm. So, Lani wäre jetzt auch hier. Auf jeden Fall fasst sie den Entschluss, dass sie nicht mehr allein sein will. Moment. Na komm her. Dass sie nicht mehr allein sein will und dass sie jetzt unbedingt einen Partner möchte. Und dann versucht sie es auch über Freunde, die sie dann verkuppeln möchten und landet schlussendlich bei Tinder. Und hat in diesem ganzen Buch einfach so, so viele witzige,
Dates und Geschichten, die sie erzählen kann. Ich habe wirklich seit langem nicht mehr so über ein Buch gelacht und das ist aktuell, glaube ich, eins meiner Top 5 Leser-Highlights des Jahres. Es waren ja schon um die, sag ich mal, 30, 40 Bücher, die ich gelesen habe. Auf jeden Fall, ich kann es euch nur ans Herz legen, es ist mega witzig. Sie schreibt das auch so richtig frei von der Leber weg, als ob man mit einer Freundin irgendwo sitzt und die erzählt einem eine Geschichte. Also definitiv ganz, ganz klare Empfehlung, Tinderella von Rosie Edwards. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Und das war Bossman von Vivi Kieland. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Wie spricht man V-I als Name aus? Why? Ich sage es einfach Why. Auf jeden Fall geht es um Reese Annesley. Komischer Name. Auf jeden Fall, Reese arbeitet in einer Marketingagentur für Kosmetikartikel. Und wir treffen sie bei einem miserablen Date. Das hat mich auch ein bisschen an Tinderella erinnert. Sie ruft ihre beste Freundin Jules an. Das hätte ich sein können. Sie ruft Jules an und sagt, bitte, 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 ruf mich gleich an. Es ist irgendein Notfall passiert, damit ich aus diesem absolut langweiligen Date rauskomme. Gesagt, getan. Sie ruft sie an, labert ihr die Mailbox voll, aber Jules meldet sich nicht. Aber als sie genau in dem Moment, in dem sie auflegt, hört sie hinter sich eine Stimme und die gehört zu Chase Parker. Und der ist so richtig badass. Er sagt direkt, ja, als ob irgendjemand auf den ältesten Trick der Welt reinfallen würde und macht sie so ein bisschen blöd an. Aber sie ist stinksauer und wackelt zurück an ihren Tisch. Muss ihn aber dann die ganze Zeit beobachten, weil er nur ein paar Tische weiter sitzt. Und auf einmal geht dieser Chase Parker, den sie gar nicht kennt, hin, setzt sich zu ihr an den Tisch, macht so, als ob er sie schon Jahre kennt, aber jetzt schon ewig nicht mehr gesehen hat und rettet sie vor ihrem miesen Date. Er erzählt da echt lustige Geschichten von früher aus ihrer Schulzeit und Reese ist einfach nur total überrascht, aber auch gespannt, was er noch alles so zu erzählen hat. Die beiden treffen sich dann kurz drauf nochmal zufällig und als sie sich unterhalten, kriegt er dann mit, dass sie eigentlich einen Job sucht und vermittelt sie an eine Personaldienstleisterin, was sich dann rausstellt, dass sie in seiner Firma arbeitet, also diese Personaldienstleisterin. Und über kurz oder lang fängt sie auf einmal in Chase Firma an zu arbeiten. Und die beiden flirten richtig, richtig heftig miteinander. Und das Ende verrate ich euch natürlich wie immer nicht. Für Leute, die nicht so gern Erotikromane lesen, ist es jetzt vielleicht nichts. Obwohl es jetzt nicht wirklich anzüglich ist. Also die beiden shakern die ganze Zeit miteinander. Er ist natürlich frech wie sonst was. Und sie ist dann immer so, aber insgeheim findet sie ihn ja auch richtig, richtig gut. Ihr müsst das Buch auf jeden Fall lesen, wenn ihr nichts gegen ein bisschen Erotik habt. Ihr wisst ja, dass ich da jetzt auch nicht so der Verfechter von bin, aber so ein bisschen ist manchmal doch ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall gibt es das Buch für 12 Euro im Goldmann Verlag. Es liegt nämlich jetzt gerade noch vor mir. Und ich würde sagen, es war wirklich ein entspannter, ein angenehmer Abschluss für den Lesemonat August. Im September habe ich schon ein neues Projekt angefangen. Was das ist, könnt ihr vielleicht auf Instagram sehen, wenn ihr mir dort folgt. Ansonsten war es das von mir für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!